Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist Kita Koderammann, ich bin Schauspieler, Regisseur und ich erzähle nochmal ganz knackig, um was um diese Serie geht. Es geht um einen Profifußballer, der fast ein Profifußballer ist und der für die Familie ins Gefängnis geht. Ob er dann schuldig ist oder nicht schuldig ist, müsst ihr die 5 Folgen gucken und selber entscheiden. Es waren viele Titel da, warum der Titel jetzt Asbest hieß. Ich habe das erstmal Der Trakt genannt. Vorher hieß es Santa Fu, weil es in Hamburg gedreht werden sollte. Habe ich gesagt, nee, ich will es lieber in Berlin drin. Und ich war damals in der Schule und dann hieß es, wir dürfen nicht mehr in die Schule, weil da gibt es Asbest. Das ist Gift. Und in einem Gebäude ist Gift. Und die Menschen sind manchmal Gift, ob draußen oder drinnen. Das hat so für mich so, das ist eine Punchline. Asbest ist eine Punchline. Und weißt du, in den Gefängnissen, in den Wänden ist nur Gift. Asbest. Aber ich bin giftig. Giftiger als Asbest. Deswegen warne ich dich zum letzten Mal. Wenn ich dich melde, kriegst du locker 2-3 Jahre zum Durchziehen. Ja? Oder noch viel besser? Ich erzähle einfach rum, dass du dienst ohne Erlaubnis. Ja? Und schwupps! Bist du der Nächste, der in seiner Zelle am Laken hängt. Deine Entscheidung. Ich habe im Vorfeld recherchiert und es gibt halt korrupte Justizvollzugsbeamte oder es gibt Direktoren, die nicht ganz ticken oder Sozialarbeiter, die da Scheiße bauen. Und das ist alles human da erzählt. Damit eines klar ist, du bist nicht der Typ, auf den wir hier gewartet haben. Und jeder von uns, ob mit Uniform oder ohne, hat das Zehnfache von dem erlebt, was du erlebt hast. Wir kennen auch alle härtere Typen, als du es bist. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass du hier keinen Ärger machst. Ist das klar, Herr Kawal? Schau mich an. Ich liebe dich, mein Sohn. Ich liebe dich. Egal, was passiert ist. Das weißt du, oder? Also, Blut ist dicker als Wasser, sehe ich immer als Familie. Also, weißt du? Zwischen mir und Freddy Lau ist das aber auch zum Beispiel so. Also, ich stehe zu ihm, egal was er für einen Fehler macht. Und wenn jemand sagt, der Freddy hat Scheiße gebaut, sage ich, nee, der hat keine Scheiße gebaut. Genauso ist es andersrum. Ich finde es immer gut, parteiisch zu sein für den, den man liebt. Eine Serie sind mit 5 Folgen sind halt 5 Filme und es ist ein viel längerer Strang. Du musst viel weiter in die Zukunft gucken, wieder in die Gegenwart und in die Vergangenheit gucken. Und Asbest ist, jeder Film ist, glaube ich, ein Training, so, weißt du? Und jeder Film wird dann, ob er besser wird oder nicht, weiß man nicht. Aber man hat Erfahrung und weiß, wie man schneller zur Sache kommt. Ich will euch nicht therapieren, sondern predigen. Ich zu dem keiner von denen, sondern einer der wenigen. Also ich gehe immer vom Skript weg, weil jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr improvisiert bin und sehr schnell einen Gedanken habe und den werde ich umsetzen auch. Der Autor hat immer gekotzt, aber er ist einer meiner besten Freunde, er weiß, wie ich arbeite. Deswegen hat er sich schon dran gewöhnt. Aber wenn ich die Situation spüre, ja, dann sage ich, ey, sag nochmal den Satz. So, da gab es eine Szene, wo in der Küche sitzen, da habe ich gesagt, zu Mortel, den schwarzen Rapper, habe ich gesagt, sag mal, wenn ich einen Sohn kriege, nenne ich ihn Deutschland, weil dann bin ich der Vater von Deutschland. Ich fand das einen coolen Satz, so, den man mal sagen muss, so, weißt du? Ja, wenn ich meinen Sohn Deutschland nenne, bin ich dann der Vater von Deutschland, oder was? Na klar, bist du der Vater von Deutschland. Papa Staat, ne? Ja. Das war jeden Tag, habe ich 2 Szenen neu improvisiert. Es gab krasse Momente am Set, aber ich würde sowas wie in der Fußballmannschaft sagen, es bleibt intern und dann auf dem Spielfeld zählt, was los ist. Was intern ist, ist intern. Am Ende nimmt man sich einen Arm und dann geht man auf dem Spielfeld und schießt die Tore. Und ich weiß nicht, ob ob wir an 4 Blocks rankommen, aber wir sind sehr nah dran zu sagen, wir haben eine gute Gangster-Serie gemacht. Hier triffst du nur auf echte Corner wie beim Hofgang. Befehle auf dem Radkreis auf den Großbahn. Für euch ist alles fake, fake als die Mondlandung. Was geht ab? Mein Name ist Kila Ramadan und ich sage euch eine Sache. Wer nicht auf ARD Mediathek geht und Asbest sucht und sich nicht Asbest reinguckt, er braucht gar keinen Fernseher mal in seinem Leben zu gucken. Ja? Ich sage euch, gute Schauspieler, sehr krasse Story und authentisch. Es ist Wellness. Du guckst das Ding in einem durch.